Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Train Simulator 2022, der denn spielt das. Wir werden heute ein kleines Szenario aus dem Hause Fast System Sound Design spielen. Und das Ganze nennt sich S7 nach Riedstadt-Gottelau. Und Triebfahrzeug ist eine Baureihe 425. Und ich denke, ich werde das Ganze jetzt einfach mal starten. Und werden uns mal überraschen lassen, was da jetzt so auf uns zukommt. Und heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Viel Spaß! So, ich hoffe, dass es jetzt auch losgeht. Ich hoffe, der Ladebildschirm stört euch jetzt nicht allzu sehr, aber daran kann ich leider nichts machen. Es ist ein wunderschöner Tag, ein wunderschönes Wochenende steht uns bevor. Ich hoffe, ihr habt zwei wunderschöne Wochenendtage und habt Spaß draußen bei den steigenden Temperaturen. Und ja, ich hoffe, dass euch dann auch mein Video gefällt. Und ja, ich glaube, der Frühling ist nicht mehr aufzuhalten, was wunderschön ist. Und was noch schöner wäre, wenn es jetzt endlich losgehen würde. Manchmal geht es schnell und jetzt manchmal dauert es echt wirklich lange. Ach, es ist doch Wahnsinn. Tut mir leid, dass es so lange dauert, aber ich kann leider nichts mehr machen. Ach, das ist doch fürchterlich. Kann man das nicht beschleunigen?
Also ihr könnt das ja dann im Video vorspulen. Da habt ihr den Vorteil. Ihr braucht ja nicht die ganze Zeit warten, bis das hier endlich mal anfängt. Also ich empfehle euch dann die ersten 10, 20, 30 Sekunden, vielleicht auch Minute vorzuspulen, damit ihr euch das hier nicht geben müsst. Es ist fürchterlich. Es ist wirklich schlimm. Ach, ehrlich. Endlich. Herrgott noch mal. Das Soundsystem wurde aktiviert. Na, immerhin, das klappt. So, VMAX 140 km/h. Gut. Dann schließen wir mal. Beziehungsweise starten wir endlich mal. So. Rucksack ist hier, Handy liegt bereit. Jo, dann wollen wir mal aufrüsten. Ja, da bin ich schon längst dabei. So, ich denke aber, dass ich soweit alles erledigt habe. Was ist das? Das braucht man nicht. Richtungsschalter ist vorne. Ja, ich denke, dass wir soweit fahrtauglich sind. Spitzenlicht ist auch an und sehr schön. So, da steht noch ein wunderschöner Achtung, Zieg. Sicherheitshinweis. Lassen Sie Ihr Gepäck nicht unbeaufsichtigt. Attention, Security Advice. Do not leave your luggage unattended. Frankfurt am Main, Hauptbahnhof. Wunderschöne 101, wunderschön. So, und so sieht's aus am Frankfurter Hauptbahnhof. Wunderschön. Mal eine schöne Aussicht von oben. Das ist also da vorne der Bahnhofsvorplatz, die schöne Innenstadt. Hochhäuser bzw. Skyline von Frankfurt, wunderschön. Information zu ICE 721 nach München Hauptbahnhof über Würzburg und Nürnberg. Abfahrt 15:54 Uhr. Heute circa 10 Minuten später.
Grund dafür sind Bauarbeiten. Information on ICE 7212 Munich via Würzburg and Nürnberg. Departure 3:54 p.m. This train is today delayed by about 10 minutes due to construction work. Ja, wunderschöne Bahnhofsansagen, wie man es gewohnt ist, von Fair System Sound Design. So, wir haben Ausfahrt 15:50, das heißt gleich noch eine Minute. Und man nennt Frankfurt ja auch ganz modern jetzt in Manhattan, in Anlehnung an Manhattan. Und ich finde das gar nicht mal so schlecht, muss ich ehrlich sagen. Also Frankfurt ist Manhattan, wunderschön. So, halbe Minute gleich noch. So, wir müssen mal die Abfahrt schön ansehen hier. So, auf geht's! Erste Station, Frankfurt-Niederrad. Und nebenan hat der ICE nach München auch Ausfahrt. Wir werden jetzt aber in unseren Führerstand springen. So. Warum das so verschwommen ist, weiß ich leider gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Kann ich euch nicht erklären. Oh. Sehr geehrte Fahrgäste, die Deutsche Bahn begrüßt Sie auch im Namen des Rhein-Main-Verkehrsverbundes. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. So, 40. Oben noch ein wunderschöner Güterzug. Endwagen ohne Ende. Wunderschön.
Schaut euch mal die beiden 101 an. Mega. Vorne kommt noch ein IC1 Steuerwagen voraus. Guten Morgen, Kollege, beziehungsweise guten Morgen, es ist nicht mehr. Ja, guten Tag. Was ich ja jetzt schon toll finde, dieser massive KI-Verkehr. Überall ist Rollmaterial. Wunderschön. Das gefällt mir sehr. Muss ich wirklich sagen. Teilweise begleiten wir den KI-Verkehr noch ein Stück. Das ist einfach nur mega. Fahren parallel. Schaut euch das an hier. CE3. Doppelbespannung. Eine Doppeltraktion. Schaut euch das an. Wie lange folgen wir da jetzt schon? Etliche Kilometer. Wunderschön. So, und unsere erste Station ist bereits in Sichtweite. Nächster Halt, Niederrad. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Wunderschön. Da fährt sie dahin. Wir brauchen jetzt eigentlich nicht mehr aufschalten, weil wir, wie gesagt, in ein paar Metern halten werden. Pünktlich werden wir auch sein, von daher hier eigentlich schon mal abschalten und schon mal langsam bremsen. So, öffne die Türen. Jetzt schauen wir mal, wie ihr sehen könnt, wohin dieser schöne Triebzug fährt. Es dürfte eine BR420 sein, wenn ich mich nicht täusche. Sage ich doch. S-Bahn München, naja, bist du hier ein bisschen falsch. Fahr du mal. Viel Spaß. So, wir noch ein kleines Thumbnail machen, würde ich sagen. Zack, wunderschön, wunderschön. Geht's?
Nächste Station, Frankfurt am Main, Stadion. Ich glaube, ich muss erstmal Nullstellung. So, jetzt aber. So, Frankfurt am Main, Stadion ist bereits in Sichtweite. Ist jetzt auch nicht die längste Fahrt dahin. Nächster Halt, Stadion. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Na, wir hängen der 420 ein wenig hinterher, aber das macht nichts. Ob das noch als pünktlich gewertet wird, ich weiß nicht. Ja, Marken, wunderschön. Auf geht's. Nächste Station Zeppelinheim. So, und gleich kommen wir auch mal endlich auf Geschwindigkeit mit 160. Da kommt noch ein ICE. Jetzt leider nicht erkennen, ob es ein 1er oder 2er ist. Vielleicht könnt ihr es erkennen. So. Kommen wir mal der Sache näher hier. Endlich mal Geschwindigkeit.
Nächster Halt, Zeppelinheim. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So. Zeppelinheim. Mal eben ganz kurz was gucken, mal schauen, ob ich das hinkriege. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich kann es euch leider nie sagen. Vielleicht habe ich auch die Bildschirmgröße etwas zu hoch eingestellt. Das kann natürlich sein. So, nächste Station Walldorf in Hessen. Nächster Halt Walldorf. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.
So. Pünktlich. Bis jetzt liegen wir voll im Zeitplan. Mörfelden ist jetzt auch nicht so weit weg. Da kommt schon groß Gerau. Ja, entscheidet euch, steigt ein, wir haben Ausfahrt. So, Türen sind geschlossen, Bremse ist gelöst, auf geht's. Wieder anfangen zu bremsen. Nächster Halt, Mörfelden. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So, wir öffnen die Türen. Und schauen uns das Ganze mal von außen an. Achtung, zurückbleiben bitte. Ach nee, das ist ja in Berlin. Auf geht's. Wann seid ihr denn zuletzt Baureihe 425 gefahren? Schreibt's gerne in die Kommentare, würde mich interessieren. Sowohl als Passagier als auch im Simulator. Könnt ihr gerne reinschreiben.
So sieht es übrigens im Passagierraum aus. Wie ihr seht, sitzen da auch schon die ein oder anderen Fahrgäste. Wenn man hier mal so ein bisschen weitergeht. Ja. Ah, guten Tag, gute Frau. Ich hoffe, Sie genießen die Fahrt, auch wenn Sie nicht danach aussehen. Eine 101 entgegen, Sankt der PC, Doppelbespannung, wunderschön. Also an KI-Verkehr mangelt es dem Szenario absolut nicht, muss man wirklich sagen. Wieder einmal ein sehr, sehr schönes Szenario aus dem Hause Fair System Sound Design. Das Ganze nennt sich S7 nach Riedstadt Gorelau. Und das gibt es in drei Versionen, einmal mit der Baureihe 425, der Baureihe 420 und der Baureihe 430. Alle drei Versionen sind in dem Kauf inklusive. Das heißt, ihr könnt euch alle drei Varianten installieren und könnt dann, sofern der Triebzug vorhanden ist, auch dann damit fahren. Also so wie ihr es wollt, entweder 420, 430 oder der Baureihe 425. Das ist dann euch überlassen. Gibt es frisch zu kaufen bei Fair System Sound Design zu einem Preis von 19,95 Euro. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt's. Schönes, schnuckliges Szenario mit tollen Ansagen, tollen KI-Verkehr. Abwechslungsreiche KI-Verkehr und ja, sehr, sehr schön. So, wir müssen bremsen. Der nächste Bahnhof kommt in Sichtweite. Groß-Gerau, Dornberg. Nächster Halt: Groß-Gerau, Dornberg. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Lieber habe ich das Gefühl, es dämmert schon ein wenig. Kann das sein? Oder täuscht das? Es wird irgendwie dunkler. Ich kann mich aber auch täuschen. Gleis 4 dürfte doch hier sein, oder? Ja, da müsste gleich ein Zug kommen. Ich bin mal gespannt. Von welcher Seite? Aber ich würde mal sagen, der kommt von dieser Seite. Alles andere, oder? Ja, wird Sinn machen. Da kommt er schon, glaube ich, oder? Ein Güterzug, wunderschön. So, auf geht's. Nein. Nächste Station, Groß-Gerau, Dornheim.
glaube, mein nächstes Spotterziel oder einer von meinen nächsten Spotterzielen dürfte Frankfurt sein, weil ich glaube, da gibt es eine Menge zu beobachten, eine Menge Rollmaterial, verschiedene Rollmaterial, wunderschöne Züge und nach Frankfurt wollte ich immer schon mal und ich kann mir das schon gut vorstellen, da, wenn es wärmer wird und ich Urlaub habe, da hinzufahren und ein wunderschönes Video für euch zu produzieren und euch dazu präsentieren. Also, da freue ich mich jetzt schon drauf. Nächster Halt, Groß-Gerau, Dornheim. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So, Türen öffnen und der obligatorische Blick nach außen. Da ein schöner Baukran. Und ob dieser so glücklich sind, weil die haben das Spot natürlich gratis. Aber jeden Tag Zug leeren, ich weiß nicht, nachts fahren die bestimmt auch Züge und ja, naja, muss jeder selbst wissen. Bahnhöfe schön und gut, aber direkt am einen Bahnhof wohnen, ich weiß nicht. Muss jeder für sich selbst entscheiden. Auf geht's! Dass das Fenster noch offen ist, warm. So, nächste Station ist schon Riedstadt, Wolfskehlen. Jetzt hat doch mal zu. So. Aber habt ihr gehört? Diese Windgeräusche? Absolut real. Wunderschön. Es ist einfach nur genial. The Fest ist im Sounddesign, ist in Realität wirklich Nonplusultra. Da kommt nichts ran. Kein anderer. Ich habe bis jetzt noch keinen anderen erlebt, der so real ist wie Fest ist im Sounddesign. Also vom Feinsten muss man wirklich sagen. Nächster Halt. Wolfskehlen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Oh, das war ein bisschen spät gebremst jetzt. So.
425-517-0. Ist nur schade, dass hier keine Vormax aufgeführt ist. Ich weiß, am Anfang stand Vormax 140, aber eigentlich haben noch alle Züge ihre Vmax angezeigt. Steht das da? Da steht's doch. 140 km/h, wollte doch sagen. So. Auf zur letzten Station Riedstadt Gonnelau. Irgendwas stimmt jetzt mit dem Bild nicht. Ich weiß aber nicht was. So, gleich 60. Nächster Halt, Riedstadt, Gonnelau. Bitte steigen Sie alle aus. Der Zug endet dort. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ja, damit endet auch das Szenario dann an dieser Stelle. So, das war's. Dieser Zug endet hier und fährt zurück nach Frankfurt Hauptbahnhof. Ich wiederhole, dieser Zug endet hier und fährt zurück nach Frankfurt Hauptbahnhof. So, dann werden wir uns mal ein wenig draußen umsehen. Denn das war's mit dem Szenario und auch mit diesem Video. Es war ein kleines süßes Szenario aus dem Hause Festsystem Sounddesign. Es nennt sich S7 nach Riedstadt Gonnelau. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Bleibt gesund, bleibt mir treu, passt auf euch auf. Mal sehen, was ich noch so finden kann in der nächsten Zeit. Bis dahin, habt einen schönen Samstag, habt ein schönes Wochenende. Ja, passt auf euch auf, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, euer der Danny Spieters, macht's gut, ciao, servus und tschüss, bye bye.